Ich habe es wieder getan. Ich habe wieder nicht über das Turnierprestige, sondern so. Heißt also, ich durfte komplett einmal an die Stufe ranlaufen, dann über das Turnier Precision. Und jetzt sind wir da. Moin Leute und herzlich willkommen bei Tap Titan 2. Ich möchte mich heute einem Thema widmen, wo ich mich selber reinfuchsen muss und auch immer noch nicht ein Experte drin bin. Ja, das will ich gleich schon mal vorab sagen, sonst heißt es nachher wieder, wir werden uns um die Raid-Karten kümmern. Die wir brauchen, um in den Clan-Raids bestehen zu können, Schaden machen zu können. Ich erkläre grob, wie sie funktionieren. Meines Verständnisses nach im Versuch, dementsprechend ein paar Tipps auf den Weg zu geben, soweit ich es halt machen kann. Es gibt mit Sicherheit welche da draußen, die haben definitiv mehr Ahnung davon. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, zu kommentieren. Helft uns allen ein bisschen weiter. Und dann haben wir alle eine ganze Menge Spaß. So, ich habe jetzt bis 75.000 gelaufen, einfach nur so, damit das Video nicht zu lange wird, weil ich möchte mit euch ja gerne im Turnier einen neuen Rekord erreichen. Also 77.777 wäre natürlich ganz nett für den nächsten Meilenstein-Erfolg. Und ich habe natürlich auch ein paar Kommentare mitgebracht, wie es sein soll. Der Amazing 97 hat nämlich nochmal kommentiert und hat etwas aufgegriffen, was auch ich so im Gefühl hatte, und zwar die magischen 10.000. Er sagt, dass es richtig komisch ist, dass er bis 10.000 drei Wochen gebraucht hat und dann von 10 auf 65.000 zwei Wochen. Ist tatsächlich so, dass die 10.000 wirklich so eine richtig magische Grenze ist. Ab diesem Punkt hat man grob meistens die meisten Artefakte, die man braucht, um Schaden zu machen. Man hat den Autokauf für Helden freigeschaltet und dann geht das alles eigentlich auch viel flotter. Ich meine, ich merke es ja selber. Seitdem ich dieses Projekt angefangen habe, habe ich meine erreichbare Ebene mehr als verdoppelt. Ich meine, guck mal, wo wir bei welchem Part war das? 5 oder 6? Wo ich da war mit meinem Hauptaccount. Und guck mal, wo ich jetzt bin. Das ging richtig schnell. Gut, das Projekt hat natürlich auch einiges dazu beigetragen. Ich war natürlich darauf besinnt, viel weiter zu kommen, um euch dementsprechend noch mehr zeigen zu können. Aber es ging doch schon sehr, sehr schnell. Also, wie lange machen wir das jetzt hier? Noch nicht so lange, oder? Ding, ja. Das ist definitiv der Fall. Ich müsste sogar noch was von dir haben. Ah, genau. Weißt du, wie mein Schattenklon mehr Splash-Damage macht? Wie gesagt, das kommentiere ich ja meistens schon. Aber im Videoform arbeite ich es nochmal ganz kurz auf. Für die, die da später drauf die Frage nicht stellen, vielleicht sich die Frage aber denken. Und ich möchte halt ein Videoform nochmal haben. Splash Damage kann man, das heißt Splash Damage, also ich gehe mal davon aus, dass du die, ja, den Splash Skip meinst, weil allgemein gibt es den Begriff Splash Damage nur als Skill, also du kannst als Skill Splash Damage verstärken. Allerdings glaube ich nicht, dass sich das Splash Damage auf den Schattenklon auswirkt. Mag ich mich aber auch irren, aber es ist eigentlich immer eher von Splash Skip die Rede, wenn man hier mal so durch die ganzen Skills durchgeht. Also Splash Schaden an sich, oder Splash Damage, ist hier nie von der Rede. Splash Anzahl und so weiter und so fort. Also was du dann wohl meinst, ist der Splash Skip und der befindet sich hier als Skill und halt als Artefakt ist ja normal verfügbar. Aber eigentlich braucht man sich da so viel gar keine wirklichen Gedanken drum zu machen, da das irgendwie Hand in Hand geht. Also ich habe da nie drüber nachgedacht, mein Splash-Skip zu erhöhen oder den Damage davon, sondern das ist passiert halt einfach. Also solange das Artefakt verbessert, ist das eigentlich gar kein Problem. Aber ja, ich meine, der hat plus 38, aber ich One-Hitte bei, also ich überspringe trotzdem 92 Gegner. Also es hat damit nicht viel zu tun. Artefakt leveln! Und den Skill habe ich auch nicht gelevelt wegen dem Splash, sondern wegen der Dauer. Weil das der Schattenklon länger geht. Deswegen, das habt ihr, glaube ich, überall
Irgendwo einer. Haben wir hier noch irgendwo eins? Tarnterstufen-Skip. Nee, das ist was anderes. Kann ich gar nicht, ne? Nö. So viel auf jeden Fall dazu. Ganz kurz eben die Dinger holen. Kistenturnier ist um. Kistenturnier? Kistenbonus ist weg. So. Also die extra Crafting-Scherben, die ich mir geholt habe. Ja, 17.000 Diamanten sind übrig geblieben. Ich habe, wie gesagt, nicht wie bekloppt gekauft, sondern halt immer so nach ein paar Prestiges, um den maximalen Effekt aus der Kiste zu kriegen. Weil bringt mir auch nichts, wenn ich erst 3.000 Crafting-Scherben habe, aber nur hin und wieder mal eins kaufe. Wobei kaufen sind. Wir haben ein Jahresbundle, frohes neues Mondjahr, was sich für 11 Euro man kaufen kann. Gibt 888 Diamanten, komische Zahl. 8 Fähigkeitspunkte, 3x5 Haustier-Level, 3 Glückswaffen-Schriftrollen und das Mondjahresset. Was? Ja, ich denke, für Anfänger auf jeden Fall noch ganz gut ist. Meine Gesamtschaden ist drin, Bossgold, Clanschiff-Schaden, Hiebverstärkung. Also ein richtig schönes Clanschiff-Bild wird hiermit unterstützt. Was ich ja eher in den ersten paar tausend Leveln benutzt habe. Aber ich weiß ja jetzt mittlerweile auch schon, dass Leute bei Stufe 12.000 mit einem Clanschiff Heldenbild unterwegs sind. Deswegen für die ist das Set auf jeden Fall interessant. Ob man da 11 Euro für ausgeben will, muss aber jeder selber entscheiden. Austiere habe ich auch nichts zu kaufen. Fernkampf-Heldenschaden, nö. Stab-Heldenschaden, nö. Ich hätte ganz gerne mal was für meinen Schattenklon-Schaden. Denn, man mag es kaum glauben, ich eier immer noch mit dem Ding herum. Ich habe mittlerweile Ausrüstung, die weit über 8, Level 8000 hat. 8300, ich glaube, ich habe sogar irgendwo 8400, 8500 sogar. Aber ich bekomme einfach keinen Schattenklon-Hieb mehr. Das ist sehr belastend. Ich hätte mal ganz gerne mal wieder einen. Ich meine, das Set, was ich mir kaufen wollte, lass mich Haustierschaden drinne. Und sonst habe ich eigentlich jedes Set gekauft mit Schattenklonschaden. Dementsprechend sitze ich jetzt hier. Ich meine, ich könnte natürlich hier so ein Set nochmal neu kaufen. Ah, nee, das war das nicht. Welches ist das hier? Das könnte ich mir nochmal neu kaufen, aber immer pro 100 Crafting-Scherben wird random ein Item ausgewählt. Also, es kann auch sein, dass ich echt Pech habe und so viel Pech, wie ich aktuell habe, überhaupt mal wieder so ein neues Ding zu finden, lasse ich es lieber. 1200 Crafting-Scherben übrigens. Sehr lecker, sehr lecker. Da kann man sogar schon mal überlegen, ob man die ein oder andere legendäre Set vielleicht mal kurz vervollständigt. Sämtliche meiner Rückgewinnung, weißt du was? Komm, fürs Video. Wir sind noch so frei. Wurde ja übrigens auch gefragt, ob ich die ganze Ausrüstung, hätte ich vielleicht lassen sollen, ob ich die immer für Videos sammle oder so. Weil hier liegen ja schon wieder 95. Auch natürlich schon beantwortet. Nochmal in Videoform. 105 liegen ja schon. Nein, ich sammle das natürlich nicht für Videos. Aber ich brauche es auch nicht. Also wenn ich mir ein Mystic-Set hole, dann ist auch Feierabend hier. Ist schwächer. Einen Moment. Machen wir so. Oh. Stimmt, da war was. Wollte noch die ganzen Sachen verkaufen. Wo war ich hier stehen geblieben? Genau. Weil du einmal die gerade Mystic-Set geholt hast, kannst du dir gerne Ausrüstung holen, aber die wird wesentlich schwächer sein als das, was du besitzt. Es wird auch von einem 3-Stunden-Timer gesprochen. Also du kannst alle 3 Stunden nur einmal ein legendäres finden. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Es kann gut sein, dass das so ist. Weil ich teilweise überlege, so gerade in den Dings-Turnieren. Wobei eigentlich ist das eigentlich glaube ich da nicht dran. Aber wenn man überlegt, 1000 Rüstungsvideo, was wir hatten, wie viele Legendäre dabei waren. Und jetzt auch letztens in dem Abyssal-Turnier waren auch sehr, sehr viele Legendäre bei mir drin. Also ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber ich sammle es halt einfach nur, weil drauf geschissen. Dann kann ich halt einmal durchgucken, den Rest verkaufen. Ich bekomme einen schönen Schwung Diamanten. Das ist immer ganz satisfying. Da können wir gleich nochmal kurz aufmachen. Aber jetzt muss ich endlich mal in die Raid-Karten gehen. Wir sind schon wieder 10 Minuten drin. Ich laber mir wieder einen Wolf. Es ist zum Kotzen. Die Raid-Karten. Ich habe viel davon gelevelt.
Ich habe viel ausprobiert, jetzt in den letzten Tagen, um herauszufinden, wie funktionieren sie, wie kriege ich ein bestimmtes Schadensbild hin, was kann ich machen, und das Spiel hilft einem ein bisschen. Also wir haben auf jeden Fall den Übungsmodus, wo man ja, wo man gucken kann, okay, wie viel Schaden mache ich mit dem, was ich mir gerade gebastelt habe. Und kann dann dementsprechend Anpassungen vortreffen, gucken, was hat wie viel Schaden gemacht, kann man da was ändern, kann man da was verfeinern. Dementsprechend bin ich da sehr oft drin gewesen. Wir gehen mal mit dem aktuellen Bild rein. Hoppala. Beenden. Wenn ich am PC bin, ist das mit dem Tipp natürlich ein bisschen schwierig. Ich habe nur die Maus. Deswegen werden wir natürlich uns ein bisschen Hilfe holen von Monsieur Wischwasch. Da habe ich auch noch 211 von, weil. Ich habe das nie benutzt, aber jetzt die Tage halt sehr häufig, eben zum Ausprobieren. Das Bild werde ich mit euch testen. Hab ich mir so überlegt, jetzt können wir da reingehen, können hier ein bisschen rüberwischen und können uns dann halt angucken, okay, wie viel Schaden macht der, welchen Effekt haben die einzelnen Dinger vielleicht, kann man da irgendwie was dran machen. Und dieses Bild ist sehr, sehr interessant, finde ich. Auch, glaube ich, das stärkste Bild, was ich bisher habe. Da der Effekt halt, wie ihr seht, überspringt, obwohl ich nur bei den mittleren beiden bin. Ich kann euch gleich den Effekt zeigen, wie er heißt. Oh, wisch, 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 wisch. Könnte noch ein Rekord sein. 1.009 Schaden. Das ist, glaube ich, das aktuell stärkste Bild, was ich habe. Muss natürlich auch dementsprechend dann gelevelt sein. Da haben wir ihn nämlich als Fokus. Das ist der. Geh bitte da mal kurz weg. Der hungrige Schwarm. Raubzugschaden pro Sekunde. Plus 160,3%. Hat eine Chance auf 50% auszulösen. Dauert 5 Sekunden lang und ist maximal 5-mal stapelbar. Und wenn wir in die Beschreibung gucken, dann sehen wir die Chance, einen Stapel auf den berührten Teil aufzubringen. Bla 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 bla. Wenn ein Teil mit der maximalen Anzahl von Schwarmstapel befallen ist, finden alle zufälligen Schwarmstapel ein zufälliges Ziel. Bedeutet also, wischt über einen rüber und der verbreitet sich halt wie so ein Virus. Und da hinzu habe ich dann das hier gepackt. Raubzugschaden pro Sekunde ist noch ein Stück höher. Schaden pro befallenes Teil plus 15%. Und da wir durch diesen Schwarm alle befallen, haben wir natürlich einen ordentlichen Boost auf glühende Pest. Und dann den noch als Unterstützung dazu genommen. Steht auch dabei, ist ein unterstützendes Teil. Alle Schäden pro exponentierend Körperteil. Plus 20,3% Chance. Hast nicht gesehen. Bestens gegen Körper. Ist eventuell austauschbar. Kann man sich vielleicht was anderes nehmen. Müssen wir mal gucken. Wir verbessern erstmal den hier. Ich auch mal kurz in den Staubladen reingehen. Nein. Ich kaufe hier meistens alles leer. Also ich habe 47.000 Staub. Die habe ich über all die Zeit mal angesammelt. Aber ich glaube, ich werde diesmal nur das kaufen, wovon ich weiß, was ich es benutze. Um nicht zu viel auszugeben. Sagte er und kaufte beinahe alles. Man kennt ihn. Ja, das reicht so. Können wir noch kurz einmal aufwerten. Das Aufwerten kostet ziemlich viel. Haben wir hier. Einmal hier ran können. So, dann hätten wir es. Ja, ihr könnt in den Übungsmodus gucken, was ihr machen könnt. Aber wie gesagt, guckt euch einfach die Effekte an, was gegen was ist. Es gibt zum Beispiel auch ein festes Rüstungsbild, was ihr machen könnt, um in die Raid-Bosse dann an die Rüstung zu gehen. Hoppala. Hier hätten wir zum Beispiel das ist auch. Unterstützenderweise gesamter Kopfschaden. Man kann sich ein kleines Kopfschadensbild bauen. Haben so gesehen drei grundlegende Sachen. Explosion, also das Ding ist halt wirklich für Schaden gedacht. Dann haben wir das mit der Uhr, das sind befallene Sachen, die über Zeit Schaden machen. Und das Schwert ist halt unterstützender Sache. Man muss halt gucken, wie man irgendwie die Balance findet. Vorhin war noch ein Raid, hätte ich gerne mit euch gemacht, das ist natürlich ein bisschen problematisch. Aber was ihr machen könnt. Für euch selber auch. Macht ruhig mal die Solo-Raubzüge. Auch gerade wieder zurückgesetzt worden. Das ist natürlich sehr gut. Das ist wie so ein kleines Turnier, wo ihr versuchen könnt, so weit zu kommen wie möglich. Ich glaube, das ist auch
Könnt ihr in eurem eigenen Clan gucken, wer ist wie weit, wie lange gelaufen. Könnt natürlich auch alle machen, aber das ist dann sehr enttäuschend, weil ja, da sind die richtigen Pros drinne. Das machen wir mal ganz kurz. Denn hier könnt ihr perfekt gucken, grob, welches Bild ihr euch bauen wollt. Oder schon mal grob gucken, was macht wie was. Gehen wir nämlich hier rauf. Und dann kriegen wir so ein vorausgewählte Decks vom Spiel, wo wir kurz nachgucken können, okay, was ist was. Wenn ihr natürlich die Symbole kennt und wisst, was für einen Effekt die haben, könnt ihr dementsprechend natürlich schon auswählen. Ich weiß zum Beispiel, dass der hier gar nicht mehr so verkehrt ist. Man kann draufklicken. Ha, ich wusste, da war irgendwas. Raub zu Schaden pro Sekunde, Chance ist 25% und sehr hoch stapelbar. 100% ist schon mal gar nicht mal verkehrt mit Macht des Fischens. Weißt, da hatten wir schon mal ordentlich Schaden. Und das Explosion-Raubzugschaden pro Explosion mal 3, Torso, Chance 12%. Fände ich jetzt endlich so geil, also gehen wir mit dem. Dann gehen wir da rein. Und so könnt ihr dann schon mal ein bisschen üben. Dass ihr schon mal so wisst, grob, okay, was macht wie viel Schaden? Was brauche ich für was? Und eure ersten Erfolgserlebnisse somit verbuchen. Und es gibt halt auch verdammt viel Loot. Ich habe die Dinger nie gemacht. Es gibt hier so viel Loot zu holen. Gerade die ersten sind easy peasy, dass nachher euer komplettes Inventar oder euer Postfach komplett voll ist mit halt Loot aus diesen Sachen. Pro Sekunde Chance 10. 10 ist eine geringe Chance. Ich mag der 10er Chance nicht. Bleibt nochmal bei dem hier. Kann auch sein, dass ich jetzt lieber das hätte andere nehmen sollen. Man weiß es nicht. Aber wie wir sehen, Lebensbalken geht gut runter. Aber dafür ist Macht des Fischens wirklich, das ist auch glaube ich der einzige Zweck, warum du diese Fähigkeit überhaupt benutzen solltest. Halt um in diesen Solo-Raubzügen oder auch in den Clan-Zügen besser zu performen. Ansonsten, ich habe das halt wie gesagt nie benutzt. Ich wüsste nicht wofür. Ihr habt übrigens 3 Versuche, den Boss platt zu machen. Also am Anfang ist er noch ganz easy peasy. Hier haben wir zum Beispiel ein Kopfschadensding. Wenn wir es halt nur, das zieht halt nur besonders gut auf dem Kopf. Der Rest ist halt so meh. Deswegen gehen wir mal mit dem jetzt hier. Hopp, 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 hopp. Dann machen wir flächenübergreifend. Na komm. Aber dann gleich leicht schwacher Wurst. 80.000 Schaden, ja. Die werden auch immer komplexer, die Decks. Also umso weiter wie ihr laufen, umso aufwendiger wird es nachher. Ihr habt mehr Auswahl, ihr habt sag schnell. Ihr habt mehr Karten im Deck, so wollte ich das sagen. Ihr habt mehr Karten im Deck. Womit ihr das dann halt machen könnt. Und wie gesagt, 3 Versuche. Wenn ihr merkt, oh, das war jetzt nix. Eben einfach nochmal neu machen. Und solltet ihr in den 3 Versuchen das nicht schaffen, dann läuft ein Cooldown ab und könnt ihr später nochmal versuchen. Aber scheiße. Dann müsst ihr den Boss einfach nur nochmal von vorne machen. Mit 3 Versuchen. So war das. Aber er hat dann wieder halt seine 100% Leben. Und ihr habt ja 200 Steinchen, also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Ihr habt genug Versuche so gesehen, um den dann irgendwann schlussendlich zum Fall zu bringen. Jetzt kommen wir schon in die etwas komplexeren Decks. Komplexer. Raubzuschauen pro Sekunde, pro befallenes Teil. Das kennen wir natürlich. Und gesamter Befallschaden. Also die beiden unterstützen sich. Er befällt. Oder befällt ja? Ja, es ist ein befallenes. Aber nur 8%ige Chance und er hat eine 6%ige Chance, den Befall zu verstärken. Dann könnten wir lieber was anderes geben. Gesamter Schaden, Skelett. Raubzug pro Explosion. 70 Tipps einmal. Den hier noch, den haben wir gerade versucht. Schaden, Explosionsschaden, Körperschaden. Bei der Raubzugschaden pro Sekunde. Und der Raubzug pro Explosion. Schaden pro entfernter Befall. Das könnte ganz geil sein. Versuchen. Und gucken, was passiert.
Dann mache ich so, damit besonders viele Teile befallen sind und dann, boff, explodieren seine Körperteile einfach weg. Ja, wenn die Chance jetzt so gering wäre, ne? Aber der Schaden ist auf jeden Fall enorm. Ist ein gutes Bild gewesen. Das hier. Kann ich mir jetzt merken. Alles klar. Zimmert richtig rein. Pass auf. Ich fand das jetzt gerade so gut, dass ich jetzt einmal zurückgehe. Gehe dann auf meine Clan-Karten. Und suche mir den raus. Schaden pro entfallene Entfernung. Ausrüsten. Nein, da wollte ich ihn nicht haben. Ja, ich bin doof. Ich bin doof. Da rein. Hier. Der war nämlich nur. Keine Ahnung, was der war. Weiß auch nicht, warum ich ihn drin habe. Und wenn ihr natürlich hier diesen Staub ausgebt, könnt ihr euren passiven Skill verbessern. Das dürft ihr natürlich auch nicht aus den Augen verlieren. Den wollte ich. Darauf. Mal kurz gucken, wie der performt. Einmal ganz kurz gucken. Ah, mehr befallen. Performt gar nicht so gut, ne? Ich hätte jetzt mit mehr gerechnet, aber anscheinend ist das Bild gar nicht mal so geil. Wir haben es ausprobiert. Ich werde mir das Ding trotzdem vormerken. So, wen hatten wir jetzt drin? Aber mit dem hier war der ja ziemlich geil. Weil der öfter befällt oder so. Wir hatten drin den hier. Packen wir da wieder rein. Wissen wir Bescheid, dass das nicht so geklappt hat, wie wir uns das erhofft haben, wie ich mir das jetzt gewünscht hätte. Kurz nochmal nachleveln hier. Der kann ja schon mal so weit laufen, während wir uns hier noch mit den Solo-Raubzügen vergnügen. Dann haben wir wieder ein bisschen längeres Video, ne? Egal. Machen wir so. Wir haben. Ach, das nochmal. Das fand ich so gut, das möchte ich gerne nochmal benutzen. Das Bild. Rein. Bum. Oh ja, das ist echt übel, Alter. Also in Kombination mit, also die beiden in Kombination scheinen sehr, sehr stark zu sein. Mal gucken, ob er da vielleicht noch was Drittes hinzupackt, was das Ganze nochmal verstärkt. Aber die beiden kann man sich jetzt schon mal zum Beispiel vormerken, aber das ist schon ordentlich. Gefällt mir. Na komm, einen machen wir noch. Oder machen wir bis glatte 10? Komm, wir machen bis glatte 10. Dann haben wir nämlich auch einmal den Rüstungsdude. Die Feen und Schaden pro Torso. Torso maximal 3-mal stapelbar. Besten gegen Torso, 2-mal Torso. Hauptzuschlagen, Chance 10%, reduktive Schaden pro. Und verstärkter Befall. Ich nehme das. Scheint sich zu ergänzen. Also wenn man da eigentlich ein bisschen sich mit beschäftigt, dann geht das eigentlich schon voll klar, dass man grob weiß, dass man zu tun hat. Ich habe jetzt nicht lange gebraucht, um herauszufinden, okay, was muss ich hier tun? Wichtig ist halt nur, dass man den ganzen Kram auch hochlevelt. Weil sonst macht das halt auch keinen Schaden. Egal wie sehr ihr da irgendwie die Kombis auspackt. Meine Dame ist schon wieder am Küche machen. Gibt nachher Ärger. Du und deine Videos. Wie hilfst du mir im Haushalt? Ich will so einen Hauptzugschaden pro Gliedmaße. Gliedmaßenschaden. Arme und Beine. Chance ist 12%. Ist gar nicht mehr so verkehrt. Und Ranken. Insgesamt Gliedmaßenschaden. Oh, die ergänzen sich beide. Nehme ich. Dann gehen wir erstmal auf die Ärmchen. Oh, guck mal die Ketten an. Ah, dort speckelt er ein bisschen. Aber alles cool.
ihr schwächelt ihr, ihr schwächelt ihr, ihr schwächelt ihr. Also die Gliedmaßen wurden zerbürstet. War knapp. Aber für den Rest war das jetzt nicht so geil, aber kann ich mir jetzt auch merken, die beiden in Kombi. Gar nicht mehr so verkehrt. Müssten wir es aber eigentlich kurz vor. Ja, wir sind jetzt schon bei der 9. Das ist immer noch Dings hier, Torso, Schaden, Raubzugschaden, Körperschaden, Kopfschaden. Daran erinnere ich mich. Das war gar nicht mal so schlecht. Und es sind natürlich wieder unsere lieben Bienchen. Die wir doch so sehr mögen. Ich hab mal nur Solo auf Kopf, damit die Stackshalle voll werden. Und dann mache ich hier den Rest. Na komm, na komm, na komm. Mach doch jetzt nicht diesen, Alter. Jetzt mach doch nicht diesen. Torso nicht geschafft. Aber ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja noch ein Torso-Bild, habe ich eben gerade gesehen. Wäre das hier. Und dann wieder eben kurz weggeschmolzen. Dann übertragen. Jetzt müsste eigentlich mit dem 10er die Rüstungsvarianten kommen. Jawohl. In Raids kennt ihr das mit Sicherheit. Oder wenn nicht, jetzt wisst ihr es gleich. In Raids haben die erstmal alle Rüstung. Das heißt also, ihr müsst auf jeden Fall ein Rüstungsbild haben, um die Rüstung anzugreifen und da am meisten Schaden rauszuholen. Und da sind natürlich solche Sachen ganz geil. Ne? Steht auch hier gleich bestens gegen Rüstung. Also wenn ihr sowas schon seht, Querschlägerschaden. Ist gar nicht mal so verkehrt. Flakschuss. Weil das Ding halt um sich herum wie bekloppt Schaden macht. Perfekt gegen Gliedmaßen. Das kann schon mal ganz gut sein. Ja, werde ich auch mitgehen. Ich werde aber auf die mittleren beiden gehen. Dass Schaden gegen Gliedmaßen halt nochmal extra wirken können. Oder ich mache einfach so. Rüstung ist sehr schwer zu knacken. Titans, die Rüstung haben, haben meistens gar kein Leben. Also nicht so viel wie im Gegensatz zur Rüstung. Meines Erfindens nach. Muss allerdings nicht stimmen. Es gibt ja viele verschiedene Titan-Bosse. Da haben wir die Rüstung schon mal geknackt. Großteils. Und dann gehen wir mit. Gehen wir hier mit. Obwohl natürlich, dass das jetzt nicht speziell für Rüstung gedacht ist, dass dementsprechend auch der Rüstung nicht so viel Schaden macht. Aber machen wir erstmal die beiden hier. Also erstmal alles nicht rüstungstechnische. Dann versuchen wir hier nochmal eben alles rauszuholen. Sieht gar nicht mal so gut. Oh, sieht doch gut aus. Ich hab schon gerade gedacht, hallo? So, perfekt. Und jetzt können wir nämlich hier in den Bosskasten reingehen und gucken, was da so abgeht. Klarnachrichten. Da sind unsere ganzen Errungenschaften drin, wenn wir die alle sammeln. Dann wissen wir, warum wir das alles machen, denn das ist nämlich ziemlich geil. Erstmal gibt es Ausrüstung, es gibt Haustiere, es gibt Staub ohne Ende, es gibt Karten. Also die zu machen ist gar nicht mal so dumm. Warum habe ich es nie gemacht? Dämlich eigentlich. Eigentlich sehr, sehr dämlich. Was können wir da bekommen? Bossgold. Ziemlich geil. Und auf Midas. Perk-Gold, inaktives Gold. Feen-Gold, Herz von Midas Gold. Problematisch. Ja, problematisch. Wird einmal kurz wert. Ja, das kann weg. Schade, Schatten können. Als ob er mich verarschen will, weißt du? Soll ich jetzt das nehmen oder was?
6, 8, 8, 7. Ist schwächer. Es ist trotzdem schwächer. Was natürlich hieran liegt an die beiden Effekten, logischerweise. Also erneut kein neues Rüstungsteil für mich. Es sei denn natürlich, wir holen uns jetzt noch irgendwann schnell die Rüstung, weil ich habe jetzt zu Raidcon eigentlich alles gezeigt. Also ihr wisst jetzt, wo ihr üben könnt. Ihr wisst jetzt grob, wie man die zusammensetzen kann. Halt aufpassen, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Und ihr wisst jetzt, dass ihr in den Solo-Raubzügen immer ein grobes Bild davon bekommt, was zusammen vielleicht gut passt. Das liest ihr euch dann durch, dann macht das für euch im Kopf Sinn. Dann müsst ihr eigentlich nur noch das Kartenbild dementsprechend bauen. Ich finde, wie gesagt, gerade schade, dass unser Clan jetzt gerade keinen aktiven Raubzug hat. Sonst könnte ich das so an einem Live-Beispiel zeigen können, aber der hat nicht mehr viel. Ah, doch, es geht noch. Ich habe mir gedacht, weil das Symbol gar nicht aufleuchtet. Gucken wir mal kurz rein. Was hat der? Er hat ein Stück Rüstung. Das Rüstungsding mache ich den weg. Gehen wir mit meinem Rüstungsbild. Tipp übrigens auch direkt drinne. Macht das Visions nutzen. Und das ist natürlich auch schlau. Ja, ich glaube, die Rüstung kriege ich ihm weggebolzt. Dann ist das Ding nämlich voll schnackig. Ah, guck's dir doch an. Bin doch der Geilste. Könnt ihr mir doch sagen, was ihr wollt. Na klar, das ist mir sehr aktiv geworden in letzter Zeit. Ich hatte ja in einem der letzten, früheren Videos noch gesagt, dass mein Clan nicht mehr so aktiv ist, dass es mir aber auch wurscht ist. Aber mittlerweile ist ja wieder... Da regnet Clankisten, da werden Bosse beschworen, hast du nicht gesehen. Und hier ist natürlich diese 5 Pfeilchen für Dings. Hast du nicht gesehen, Ding ins Kirchen? Sehr, sehr nice. Was haben wir hier noch? Wir können eigentlich mal gucken, wie sieht eigentlich Tony technisch aus? Bro. Ich habe auf jeden Fall hier viel vor. Das sage ich euch. Ich habe hier viel vor. Denn ich habe da ein paar Haustier-Quests gesammelt. Ich schreie Schaden. Scheiße, hätte ich mal früher sehen sollen. Brauche ich 210er Level mindestens. Kommst du rein? 8 Stunden. Das ist auch was. Schon selten plus. Dann hatte ich das letzte Mal eine selten plus. Selten plus habe ich das erste Mal, glaube ich. Die werde ich alle einsetzen. Die werde ich alle einsetzen. Gesamter Heldenschaden, Nahkampfschaden, Money Mana. Ich liebe Money Mana. Wobei, den könnte ich sogar jetzt schon einsetzen, weil der ist für mich nicht von Bedeutung. Für das Vorankommen. Dann leuchtet unser Pet aus so schönen Regenbogenfarben. Ich hatte vorher nie gewusst, warum macht er das. Jetzt weiß ich's. Ach was, sag bloß. Als ich gerade reingucken wollte, hat sich in dem Moment das Ding resettet. Na, das ist ja was. Hier habe ich mein Bild. Deck bearbeiten. Was ist er hier nochmal? Das ist der Raubzugschaden. Hast du nicht gesehen? Schadprobe Fall. Deswegen habe ich es drinne. Was war dieses andere Schwert, mit dem wir eigentlich so gut klarkamen? Es hat einfach nur eine hohe Chance. Okay. Dann gehe ich jetzt mit diesem Bild nämlich da rein und mache den weg. Wie gesagt, Schadenprobe fallendes Teil. Da macht unser Bienchen natürlich, leistet natürlich ganze Arbeit. Komm mal, den schmelzen wir weg. Ist überhaupt kein Problem. Weil jetzt habe ich ja noch ein paar Versuche. Ich glaube, 4 Versuche hat man. Oder 4 Anläufe. Alle 4 Stunden. Ja. Ordentlich was weggezogen. Also, ne, ich versuche halt mein Bestes. Weiß nicht, ob er einfach ein besseres Bild hat als ich. Oder. Ja, guck mal. Ich habe auch nur 14 von 36 aktuellen. Er war halt bei jedem Ding dabei. Ist natürlich klar, dass er dann mindestens mal doppelt so viel Schaden hat wie ich. Internet. Währenddessen will ich hier mal versuchen, ob wir.
7000. Oh nee, nee, nee. Langsam wird's eklig. Müsste ich gucken, wie weit ich das hier drücken kann. Ach nee, jetzt hat er wieder 15 E mehr. Ich habe lange meinen Schaden geboostet, bis ich dann jetzt hier langsam mal wieder weiter vorangehen kann. Den Meilenstein werde ich aber nicht holen. Also den werde ich dann mit euch noch separat in einem Video mal holen. Und zwar, wenn das am Anfang ist und nicht am Ende. Ich bin ja schon beeindruckt, dass ihr den fast eine Stunde Frontalangriff von der letzten Episode überlebt habt. Haben mir welche ganz stolz geschrieben. Ach ja, so könnt ihr die Dinge übrigens auch fertig kriegen, ne? Habe ich ja ganz stolz geschrieben, dass sie dieses Ding durchgeguckt haben. Habe mich sehr gefreut. Vielen Dank dafür. Nicht selbstverständlich. Meine Dinger nicht ausgegeben? Bro. Ach ja, wir haben den ganzen Staub ausgegeben. Können wir natürlich auch hier den Dings erhöhen. Und der Bug ist mittlerweile weg, dass er das Ding mal wieder zurücksetzt. Also, der Adrenalinschub bleibt natürlich logischerweise auch noch. Ihr könnt also jetzt eure Skillpunkte da wieder rein investieren. Ohne, dass ihr, wenn ihr wiederkommt, das alles wieder normal machen müsst. Oh, 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 oh. Ihr schleicht's. Sag bloß, ich schaffe noch nicht mal die 77777. Wäre ja sehr ärgerlich. Ja, ich könnte jetzt natürlich die Rüstung holen und gucken, was da drin ist. Ich glaube, das Thema ist aber durch. Das Thema ist jetzt durch. Die lasse ich da erstmal liegen. Die mache ich im nächsten Video, nehme ich die mal mit. Wie gesagt, ich brauche das, was da liegt, nicht unbedingt. Es sei natürlich, es ist Schaden durch Schattenklon dabei. Den bräuchte ich schon seit Ewigkeiten mal ganz dringend. Wenn ich ihn dann bekomme, dann... Dann ist Feierabend. Bruder. Warum tust du mir das an? Der Schaden ist auf jeden Fall sehr kritisch. Das könnte mehr sein. Aber das wollte ich noch eben kurz machen. Bin ich konkurrenzlos vorne? Aktuell ja, konkurrenzlos. Mit gleich. Ja, noch nicht, aber 1000 Ebenen mehr. Ist eventuell sogar drin. Aber wir haben ja noch unsere Quests. Also von hier an gibt es nichts mehr Interessantes zu sehen. Jetzt geht es nur noch darum, den Leuten auf den Sack zu gehen. Weil ich glaube, das können wir jetzt dann langsam mal aktivieren. Wir nehmen Nahkampf-Heldenschaden und einmal Gesamt-Heldenschaden. Schwertangriffsschaden. Fupp, und schon fliegt er. Na, gefällt gar nicht. Nee, Schwertangriffsschaden. Dann auf einmal stoppt er. Okay. Läuft alles. 6942. Definitiv schwächer. Schwertangriffsschaden ist momentan am krassesten. Aber dennoch habe ich leider nicht den nötigen Schaden. Ja, ich brauch diesen neuen Hieb für Schattenklonschaden. Aber die 777, die gönne ich mir noch. Die 777, die will ich da oben stehen sehen. Oder gebe ich hier keine Ruhe. Ah, ich glaube, da macht er mir aber Strich durch die Rechnung.
Meilenstein erreicht. Ja, ich brauche mehr Boss-Schaden. Guck dich auf mal an, Alter. Da muss die wie den Boss-Schaden gelevelt werden, wa? Ich das ist ja. Bin damit erstmal Erster, das reicht mir. Ich hab's für den Haustür-Quest versucht, ein bisschen rauszureißen. Das hat nicht ganz so geklappt. Also, das hat doch schon geklappt, ne, aber. Gibt's Staub und Perk. Das hole ich beim nächsten Mal. Ja, heißt für mich Precision. 17 Fähigkeitspunkte, hier sind meine Relikte. Ja. Ich. Gehen wir noch einmal ganz kurz. Ja, Spiel, ruckel, ruckel, ruckel. Gehen wir ganz kurz hier mal wieder in den Raubzug rein. Damit wir den letzten auch noch machen. Oder die letzten zwei? Letzten zwei. Kopfschaden. Ein reines Kopfschadenbild. Bro, ich versuche ja mal möglichstes, ne? Handy vibriert. Welchen findest du schöner? Okay. Viele Nachrichten. Mit irgendwelchen Nudes oder was? Gucken wir mal ganz kurz, was können wir denn hier machen jetzt? Also immer zum Buch der Schatten gehen. Da gucken wir mal ganz kurz, was haben wir hier? Ja. Kann man machen. Mario. Dann kurz mal bei Bossschaden gucken, ob wir da irgendwas erreichen können. Ja. Doppelte. Ohrringe des Schlechters. Reicht dann aber auch, glaube ich. Ja, es reicht erstmal. Sonst noch irgendwas machen könnten. Ne, wir haben alles, glaube ich, abgedeckt. Dann noch einmal in. Oh, mittlerweile links. Ich bin übrigens in dem Abyssal-Turnier Platz 12 geworden. Also ich muss sagen, auch wenn ich in meinem Video gesagt habe, ich habe gar keine Lust, mich da reinzuhängen, habe ich mich da richtig reingehangen. Lief eigentlich ganz gut. Auch wenn ich wieder nur mit so einem reinen Clanschiff-Schadenbild gegangen bin. Verbleibende Angriffe 3. Jetzt kann ich nochmal 3 machen. Ja, ich. Verstehe ich jetzt nicht, warum ich jetzt dreimal wieder angreifen kann. Hast du ja 700.000 Schaden? Ich glaube, ich habe das ziemlich lang verstanden. Ne? Wir sind jetzt wieder bei. Ach, wir sind schwer. Ach Gott, warum bin die Videos so lang? Oh, ich habe zu viel erzählt. Wir machen hier Feierabend. Wird das schon wieder zu lange. Bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was aus dem Video mitnehmen.
Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Gerne bewerten und kommentieren. Würde mich sehr freuen und mit meinem Kanal helfen. Dann sehen wir uns dann bald mal wieder zu einer Runde Tab Titans. Haut rein!